Willkommen zu den besten und einzigartigen Goat News hier auf Schattenspieler. Viel Spaß! Hallo und willkommen zur ersten Folge. Am 2.6. startete das Turnier Game of Goats. Und wir gucken uns mal an, was so gespielt wurde, wie die Spiele waren. Waren sie spannend oder doch eher langweilig? Das schauen wir uns jetzt an. Doch bevor wir beginnen, wen holt man sich, wenn man irgendwas nachkommentieren will? Genau, man holt sich die coolste, die tollste, die krasseste Stimme aus dem YouTubing. Und zwar live hier zugeschaltet ist Lithium. Yo, what's up guys? Welcome back to another episode of the Goat News with Schattenspieler. Genau, richtig. Und dann würde ich mal sagen, wie verlief es denn so? Was sagst du? Excuse me? Also für unsere Zuschauer, also... Die kann ich so gut Englisch. Kannst du Deutsch sprechen? No, sorry. Na gut, dann heute leider, Lithium konnte leider nicht, also heute ohne ihn. Und dann würde ich sagen, starten wir direkt mit der ersten News. Zu Beginn schauen wir uns hier jetzt einmal den Meta-Breakdown. Wir gucken uns den mal an und... Oh ja, ich sehe, auf Pendulum wurde nicht zurückgegriffen und auch Trickster ist gar nicht anzufinden. Oh, die Regie greift gerade. Es geht um Game of Goats. Natürlich dann auch im Goat-Format und keine Meta-Decks. Naja, das erklärt auch, warum so viele Goat-Decks anzutreffen war. Vor allem Goat-Control oder auch Chaos war natürlich sehr viel vertreten. Doch halten wir uns nicht mit den Decks an und kommen wir zum ersten Matchup. Und zwar Ferozy gegen Matze. Wie heißt es so schön? Eine Rose bleibt eine Rose. Und ja, so startete die Newcomerin Ferozy ins Turnier und musste gleich gegen Matze ran. Wichtig zu erwähnen bleibt hier, Ferozy spielte für Yu-Gi-Oh! Girl, weil sie leider nicht konnte. Sie scheint ja auch ein bisschen verschollen zu sein, aber vielleicht kommt sie wieder. Auf jeden Fall hier Ferozy für Yu-Gi-Oh! Girl. Beide entschieden sich unabhängig füreinander für ein Nicht-Meta-Deck und spielten eher ein schwächeres Deck. Ferozy spielte dabei eher ein Zombie-Deck und Matze spielte halt eher so, was er spielen wollte. Doch dank des kürzlichen Einkaufs in den Baumarkt gab Matze Ferozy einen Haufen Ziegelsteine und so gewann der sympathische YouTube-Kritiker und ist eine Runde weiter. Und jetzt live zugeschaltet ist Erik, unser Außenreporter. Erik, wo bist du gerade? Hallo Maurice, ich berichte hier live vor der Zentrale von Team Jim. Alles klar. Und wie sieht's da aus? Wird man da hart reingenommen? Ich meine, es ist Team Jim. Natürlich. Disziplin ist das A und das O. Und der Sieg und somit die Punkte sollen natürlich mitgenommen werden. Wie verlief denn das Turnier für Eamon eigentlich? Er musste ja gegen Team Jim ran und ja, war es ein leichtes Spiel oder wer hat da so die Nase vorn gehabt? Ich glaube, ich spreche für ganz Team Jim, wenn ich sage, dass das Spiel schon komplett abgeschlossen wurde. Was? Wieso das denn? War die Niederlage so groß? Niederlage? Wo denken Sie hin? Da drin wird bereits fürs nächste Spiel trainiert. Ah, okay. Also ein Sieg für Team Jim. Genau. Ein knapper, jedoch verdienter 2-1-Sieg. Gegen Matze soll das noch nicht ganz so knapp werden. Ich gehe dann rein mit den Jungs trainieren und deren Trainingsprogramm durchziehen. Man sieht sich. Alles klar. Vielen Dank an Erik und an Außenreporter. Und ich würde sagen, der muss jetzt noch richtig schwitzen. Kommen wir weiter zum nächsten Thema. Kommen wir nun zu Julio und Monster Slut. Zitat beide. Wer ist das? Naja, für die unter euch, die nicht wissen, wer Julius oder wer Monster Slots ist. Julius, dieser Blue-Eyes-Fuzzi, der sagt, ich höre auf mit YouTube und danach viel mehr Videos macht als zuvor. Und Monster Slot, nun ja, das ist halt eine Karte. Da Julio leider den Kartentext nicht ganz verstanden hatte, musste er eine Niederlage hinnehmen und so ist der Spielautomat automatisch eine Runde weiter. Glückwunsch an dieser Stelle. Kommen wir zum nächsten Spiel und auch relativ ungewöhnlichen Spiel. Und zwar hierbei ging es Jay Taylor gegen Jaden Brother. Und ja, was soll ich sagen? Jaden versuchte hier zu überraschen mit einer besonders geheimen Tech-Karte. Und zwar, er wollte erst Link-Monster spielen. Bis Jaden darauf hinwies, dass ja Link nicht ganz erlaubt ist im Goat-Format. Naja, daraufhin spielten sie dann eine Runde und da dachte sich Jaden, naja, Sturmkraft der Monarchen ist schon ziemlich stark. Naja, nachdem alles erklärt wurde, und Jaden endlich wusste, wie Goat funktioniert, konnte das Duell auch starten. Trotz der anfänglichen Verwirrung und der Anfangsproblematiken hat es Jaden dann geschafft, ein richtiges Goat-Deck zu bauen und konnte das allererste Mal Goat spielen. Trotz des Erstversuchs schlug er sich sehr gut, doch verlor leider ganz knapp gegen Jay Taylor. Doch trotz der Niederlage können wir hoffen, dass bei dem Haus der Slifers vielleicht in Zukunft mehr Goat gespielt wird. Denn Zitat Jaden, es hat Spaß gemacht. Das ist doch das Wichtigste. Und wo wir jetzt gerade bei Spaß sind, schauen wir rüber zu unserem Praktikanten. Der hat nämlich das Spiel Team Trend gegen Kanye West angeschaut. Und ja, hier ein kleiner Einblick.
Naja, das waren ein paar Bilder. Und wer jetzt denkt, das Spiel war komplett langweilig, weit gefehlt. Denn Kanye West kommt ja aus den USA und durch die Zeitverschiebung musste Team Trent um 3 Uhr morgens spielen, was ziemlich krass war, aber sie haben es geschafft und das freut uns doch alle. Doch der Baum war wohl sehr im Trend und so blieb er standhaft und ist damit automatisch eine Runde weiter, denn er gewann gegen Kanye West, also Team Trent weiter und gewann gegen Kanye West. Wo wir schon bei dem Thema Trend sind. Wenn man Decks ihrer Stärke nach ordnen will, dann teilt man es ja in Tiers ein. Und wenn man ein Team gründen möchte und es irgendwie nennen möchte, aber davon nennen möchte, dass man gut ist, wie nennt man sich? Genau, Tier Zero oder Schattenspieler. Und die mussten halt gegen Kölzer Yu-Gi-Oh! An. Wir haben auch exklusive geheime Aufnahmen von seinen Trainingen. Ja gut, jeder auf seine Art. Aber Team Zero machte seinen Namen zum Programm und gewann das Spiel. Souverän. Kommen wir zu unserem nächsten Teilnehmer. Und zwar der Vlogger der Yu-Gi-Oh! Szene, TCG Atzenhirn. Und obwohl viele Zuschauer immer noch auf das neue Format von ihm warten, war das Go-Format für ihn nicht neu. Grüße gehen raus an Jaden. Und Jens musste gegen das Team des Zusammenhalts, denn dort ist der Name Programm. Und zwar Team Family Force, die auch gerne mal auf einer YCS Uno spielen oder ähnliches. Aber dieses Mal machten sie alles richtig und so hauten sie Jens aus seinen Hut und gewannen das Spiel. Gucken wir uns jetzt das letzte Spiel an. Beim letzten Spiel musste das Team der legendären Karten, besser bekannt als LCG, gegen den sympathischen Typen von nebenan an. Und zwar Umut. Hier spielte Schüler quasi gegen Meister, doch diesmal gewann der Schüler nicht und so kam Umut eine Runde weiter. So, das war ein kleiner Überblick, was wer gespielt hat und wer gegen wen gewonnen hat. Und ja, nächste Woche erwarten uns ebenfalls wieder spannende Spiele. Und zwar Team Family Force gegen Umut. Dann haben wir Jay Taylor gegen Monster Slots. Ich hoffe, dass Jay die Karte besser lesen wird. Dann der Baum muss ran gegen das Tier 0 Format, also Team Trent gegen Tier 0. Ebenfalls der Baumarktkäufer Matze muss gegen das Team Jim ran. Mal gucken, ob das harte Training von Team Jim sich bezahlt machen wird. Ich bin mal gespannt, wer da gewinnen wird. Schaltet auf jeden Fall nächste Woche Sonntag wieder ein zu den Goat News und ich würde sagen, bis dann. Meh.